Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben aus der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute, am 23. Juni 2021, denken wir nach über die Jagd nach dem Glück. Mein Gesprächspartner ist der Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann. Über ihn sagt der Schriftsteller Michael Köhlmeier: Liessmann denkt und er denkt laut und es gibt in unserer Republik niemanden, dem ich lieber zuhöre. So wie Köhlmeier geht es vielen, denke ich mir. Darum freue ich mich sehr, dass Sie jetzt mein Gast sind und wir über die Jagd nach dem Glück sprechen können. Seien Sie herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Herr Professor Liessmann, manchmal muss man etwas klarstellen, etwa wer oder was zuerst war. Wer hat zuerst vom Glück gesprochen? Für Journalisten und auch für Wissenschaftler ist es ja immer wichtig zu wissen, wer hat wo, in welchem Journal als erster publiziert. Darum eben die Frage, wer hat zuerst vom Glück gesprochen, die Philosophen oder die Ratgeber? Die Frage ist gar nicht leicht zu beantworten, weil in der Zeit, als zum ersten Mal über Glück gesprochen wurde, waren die Philosophen die Ratgeber. Das gab okay. mal, das war in der Antike, da haben sich zumindest einige der Philosophen durchaus auch als Berater, als Ratgeber, als Weisheitslehrer verstanden. Und das war auch die Zeit, in der zum ersten Mal, zumindest in unserer Tradition, in unserer Kultur, über das Glück in dem Sinne nachgedacht wurde, wie wir das heute gerne tun. Also Glück als ein erstrebenswerter Zustand, die Frage, welche Maßnahmen kann man ergreifen, wie soll man leben, um glücklich zu sein, was soll man anstreben, was soll man vermeiden, was macht eigentlich dieses Glück, das Glücksgefühl des Menschen aus? Ist das Glück tatsächlich das erstrebenswerteste, oberste Ziel unseres Handelns? Das waren Fragen, die man in der Tat schon in der vorchristlichen Antike diskutiert hat, in der griechischen Philosophie. Und die erste systematische Glückstheorie hat Aristoteles entworfen. Aber es gab eine ganze Reihe anderer Philosophen und Philosophenschulen auch in der Zeit, die wirklich also ganz handfeste Ratschläge gegeben haben, was man zu tun hat, was man zu unterlassen hat, vor allem auch, um diesen Zustand des Glücks zu erreichen. Das heißt, die Antwort ist nicht eindeutig, ja, aber wenn es darum geht, hier eine Priorität festzustellen, sage ich natürlich, waren die Philosophen früher dran. Ich hätte sagen müssen, die Ratgeber, meine ich, die heutigen Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater, Lebensberater, Esoteriker, also die heute einfach über das Glück schreiben. Ja, die sind ganz spät. Ja, das sind ja, wenn ich so sagen will, Nutznießer einer langen Tradition des Nachdenkens über das Glück, und das sind auch Plünderer der Überlegungen und der Theorien, die von Seiten der Philosophie, aber auch von Seiten der Künste, der Literatur, nicht von der Religion, die hat einen eigenen Zugang zum Glück, den können wir vielleicht auch sprechen. Also das waren Aspekte, wo schon vorgearbeitet wurde. Also wichtig ist auf jeden Fall die philosophische Perspektive. Die war zuerst, sie ist nicht nur eine Randnotiz, sondern eigentlich alle bauen auf dem auf, was eben schon vor über 2000 Jahren über das Glück gesagt oder nachgedacht wurde. Noch eine Klarstellung: Wenn man bei Google das Stichwort Glück eingibt, dann werden 134 Millionen Ergebnisse gemeldet. Ich kann mich noch erinnern, vor 10 Jahren, war es ziemlich genau ein Zehntel, ungefähr 13 Millionen. Das hat sich verzehnfacht in 10 Jahren. Dementsprechend haben sich die Glücksratgeber in den letzten Jahren auch epidemisch ausgebreitet. 77 Mal Glück verspricht einer, ein anderer propagiert die 12 Glücksbringer, ein dritter beschreibt rosarotes Glück und so weiter.
allein die Titel machen klar, es gibt einen großen Unterschied, ob eben diese Ratgeber, diese aktuellen Ratgeber oder ein Philosoph vom Glück spricht. Ich denke mir, Ratgeber sagen das, was die Menschen gerne hören, weil es dem Zeitgeist entspricht. Sie sagen, Glück sei erlernbar, machbar, kontrollierbar, messbar. Man könne den Glücksgefühlmuskel der Seele trainieren. Und sie preisen das Glück als Wundermittel, das kreativer, attraktiver, leistungsfähiger, erfolgreicher, reicher, gesünder und so weiter macht. Ein Philosoph wie Friedrich Nietzsche aber lässt Zarathustra zu den Menschen hinabsteigen, um ihnen etwas zu verkünden, das sie weder hören wollen noch verstehen können, schreiben sie in ihrem neuen Buch. Und ich denke, auch zur Jagd nach dem Glück werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Verlauf dieses Gesprächs einiges zu hören bekommen, was sie vielleicht nicht so gern hören, aber hoffentlich doch verstehen. Wie sehen Sie diesen Unterschied in der Sprache zwischen den aktuellen Ratgebern und dem, was seriöse Philosophen sagen? Weil Sie auf die Sprache verwiesen haben. Ein Problem besteht zum Beispiel darin, dass wir in der deutschen Sprache nur ein Wort haben für zwei völlig unterschiedliche Phänomene, die wir mit dem Begriff Glück eigentlich bezeichnen. Im Lateinischen zum Beispiel gibt es zwei Begriffe, Fortuna und Felicitas. Felicitas, das ist sozusagen das Glücksgefühl, die Glückseligkeit, das, was man im Englischen vielleicht Happiness heute nennt. Und Fortuna ist das Glück des Zufalls. Luck, sagt man im Englischen. Ja, also good luck, also der Zufall möge dir hold sein. Ja. Wir kennen diesen Begriff des Glücks zum Beispiel in Zusammenhängen wie Glücksspiel. Ja, also wer das Glücksspiel aufsucht oder Angestellter eines Glücksspielskonzerns ist, der spielt mit dem Zufall. Ja, das hat eine unglaubliche Faszination, das ist gar keine Frage. Und wir alle wissen, wie viel Zufälle in unserem Leben eine entscheidende Rolle spielen. Und wenn wir im Alltag sagen, mein Gott, wieder mal Glück gehabt, wenn wir also an irgendeiner Gefahr vorbeigegangen sind oder wenn wir jemandem viel Glück wünschen bei einem riskanten Unternehmen, was weiß ich, einer Bergtour oder einer Skitour, dann geht es genau darum, sozusagen der Zufall möge beherrschbar sein. Der Zufall ist nicht beherrschbar. Deswegen braucht man übrigens auch Glück. Ja? Das Glück ist immer ein Indikator, und das vergessen die Glücksratgeber, ist ein Indikator für das Unbeherrschbare. Das ja? Wäre das Glück so planbar, wie die Glücksratgeber uns suggerieren, wäre es nicht das Glück, ja? Sondern dann wäre das einfach sozusagen Ausdruck einer Organisation unseres Lebens, wo ich mir Ziele setzen kann, Methoden überlegen kann und dann erreiche ich damit diese Ziele. Das geht meistens schief, weil eben das Schöne, aber gleichzeitig auch Beängstige an diesem Glück sozusagen die Unkontrollierbarkeit ist. Übrigens auch, und das regt uns ja fürchterlich auf, übrigens auch die Ungerechtigkeit, die damit verbunden ist. Ja? Der Zufall nimmt keine Rücksicht auf die Frage, verteile ich jetzt das Glück gerecht unter den Menschen? Verdient es jemand oder nicht? Verdient das jemand? Ja? Ja. Und wir alle wissen, wie Menschen das Glück zu akkumulieren scheinen, wären geboren als Kinder einer gebildeten, reichen Familie in Mitteleuropa, sind schön, sind gesund, studieren in Amerika, machen fabelhafte Karrieren. So viel Glück für einen Menschen ist doch viel zu viel. Und bei anderen ist es genau umgekehrt. Ja? Das heißt also, das ist natürlich auch etwas, was schon dazu auch anregt und animiert zu sagen, oh, da muss man was dagegen machen. Man muss das Glück sozusagen in den Griff bekommen. Das Glück muss doch etwas sein, was jedem zusteht und jedem offen steht. Das darf doch nicht nur von der Zufälligkeit des Geburtsortes, des Elternhauses, der genetischen Ausstattung abhängen. Es gibt ein Menschenrecht auf Glück im Sinne auch der Zufall möge uns hold sein. Und auf der anderen Seite gibt es die Glückseligkeit, Felicitas, das Glück als ein Lebensgefühl, das dann in der Tat sehr viel damit zu tun hat, wie wir leben, wie wir unser Leben führen,
welche Prioritäten wir setzen, welche Ziele wir für uns selbst formulieren, wie wir unsere Umgebung, unser soziales Leben, unsere Kommunikation, unsere Beziehungen gestalten. Und das war natürlich genau dasjenige, was die Philosophen interessiert hat. Denn hier wird dann ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Glück und dem, was wir als ein erstrebenswertes, sinnhaftes, gutes Leben nennen können. Und wie man sozusagen so ein Leben führt, wo man dann auch das Gefühl hat, ja, das trägt etwas bei zu meinem Glück, zu einem glücklichen Leben, darüber kann man sich tatsächlich auch philosophisch den Kopf zerbrechen, weil es hier nicht nur um Techniken geht, wie ich mich gut fühle, sondern es geht in letzter Instanz um die Frage, wie lebe ich als Mensch richtig? Das heißt auch in einem moralischen Sinn richtig. Deswegen findet sich bei Aristoteles auch sein Nachdenken über Glück in seiner nikomachischen Ethik, das heißt in seinem Hauptwerk zur Moralphilosophie. Denn für ihn war es ein moralisches, Problem, eine moralische Frage, wie lebt der Mensch oder wie soll der Mensch leben, damit er das, den Eindruck haben kann und das auch argumentieren kann, dass er richtig lebt und nicht falsch. Ich bin Ihnen noch schuldig, kurz zu sagen, wer Konrad Paul Liessmann ist. Er ist ein Philosophieprofessor an der Universität Wien. Er ist der wissenschaftliche Leiter des Philosophikums in Lech am Arlberg. Und er ist regelmäßiger Gast in der Sendung Sternstunde Philosophie des Schweizer Fernsehens. Konrad Paul Liessmann ist Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Er erhielt den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz im Denken und im Handeln. Und er wurde auch sonst mehrfach ausgezeichnet. Bei Wissen fürs Leben hat Professor Liessmann hier über die Praxis der Unbildung gesprochen. Das Video dieses Vortrags wurde bisher schon bald 30.000 Mal aufgerufen. Es ist ein Video, das hilft, den Zeitgeist, also die Moden und Trends in der Bildungsdiskussion zu erkennen, zu entlarven, zu relativieren. Denn der Zeitgeist glaubt, ohne Geist auskommen zu können, haben Sie so treffend formuliert. Bildung hat für Professor Liessmann zu tun mit dem Beherrschen grundlegender Kulturtechniken, Schreiben, Lesen, Rechnen, mit der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, mit dem Erwerb von Wissen, Wissen fürs Leben, mit dem Verständnis von Zusammenhängen, den Kenntnissen der bedeutenden Dokumente der Künste und der Literatur, der Formung der eigenen Persönlichkeit im Hinblick auf Mündigkeit und Autonomie und der Schulung moralischer Sensibilität. Bildung, das ist für Professor Liessmann Neugier und Lust am Wissen, Freude am Lesen, Verständnis für Methoden und Ergebnisse der Wissenschaften, Beherrschung von Fremdsprachen, Sinn für historische Zusammenhänge, Schulung des ästhetischen Geschmacks, Formung einer politischen und moralischen Haltung gegenüber der Welt. All das muss erworben, geübt, trainiert, verfeinert und weiterentwickelt werden. Eine solche Bildung lässt aufatmen, neugierig werden. Man bekommt Lust auf Wissen, auf Erkenntnis, sagt Professor Liessmann, und sie dient letztlich dem guten Leben. Ich habe das so ausführlich zitiert, weil dieser Begriff von Bildung auch für mich einfach Orientierung war und ist bei der Gestaltung dieser Reihe. Dafür danke ich Ihnen und freue mich, dass Sie jetzt wieder bei uns zu Gast sind. Jetzt aber zur Jagd nach dem Glück. Auch hier wollen wir den Zeitgeist etwas genauer unter die Lupe nehmen. Erste Frage: Haben die Menschen schon immer dem Glück nachgejagt oder ist diese Suche, eben 137 Millionen Ergebnisse, etwas Neues? Also es ist, soweit ich das überblicken kann, tatsächlich in dieser Breite und als sozusagen alle Menschen betreffendes Phänomen, alle Menschen betreffende Frage tatsächlich ein modernes Phänomen.
das darf man nicht vergessen, es gab zwar, ich sage es mal salopp, dieses Vorspiel in der Antike, das aber vor allem diejenigen Menschen betroffen hat, die auch den Luxus hatten, überhaupt die Möglichkeit zu haben, darüber nachzudenken, wie sie ihr Leben führen wollen. Das heißt, für einen Großteil der Menschen in dieser Zeit stellte sich diese Frage gar nicht. Ein Sklave fragt nicht, ob er glücklich sein kann. Auch ein Handwerker fragt nicht, ob ihn das glücklich macht, denn er weiß, was er zu tun hat. Ein Soldat fragt nicht, ob jetzt der Kampf, wo er sein Leben aufs Spiel setzen muss, zu seinem Glück beiträgt. Nur der freie Mann, der freie Bürger, vielleicht auch die freie Frau, sofern sie sich freispielen konnte von diesen gesellschaftlichen Zwängen, Menschen also, die Optionen haben, für die stellt sich die Frage, was mache ich jetzt mit dieser Freiheit? Wohin soll ich mein Handeln orientieren? Welche Ziele soll ich mir setzen? Das heißt also, nur Menschen, denen nichts vorgegeben ist, sei es durch die Gesellschaft, sei es durch den Staat, sei es durch eine Religion, nur solchen Menschen stellt sich das Glück überhaupt erst als Problem. Und mit dem Siegeszug des Christentums seit der Spätantike waren die Glücksfragen auch schon wieder vorbei. Ja? Man darf nicht vergessen, also zumindest in Europa, etwa vom 5. nachchristlichen Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert war Glück kein Thema für die Menschen. Die Frage stellte sich so lange nicht. Die Frage stellte sich nicht. Ja. Und ein gläubiger Mensch, wenn man jetzt mal einen radikalen Glaubensbegriff, wie ihn etwa der Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard noch im 19. Jahrhundert vertreten hat, ein gläubiger Mensch strebte zwar nach Glückseligkeit in einem transzendenten Sinn, nach ewiger Seligkeit im Jenseits, aber das bedeutete nicht, dass er jetzt auf Erden glücklich sein musste, ganz im Gegenteil. Die Paradoxie des Christentums bestand ja darin, und das machen wir uns heute gar nicht mehr so klar, weil wir ganz anders denken, dass irdische Leiterfahrungen, poetisch formuliert, das irdische Jammertal, die Voraussetzung dafür sind, für das jenseitige Glück. Das heißt, je schlechter es den Menschen hier geht, je unglücklicher sie hier sind, je mehr sie leiden, ja, desto größer die Chance, dann irgendwann einmal woanders, nach diesem irdischen Leben, sozusagen der ewigen Seligkeit teilhaftig zu werden. Das ist kein Konzept, das die Menschen dazu bringt, darüber nachzudenken, wie sie hier glücklich sein können. Ja? Dieses Konzept hat es natürlich erleichtert, viele Schmerz- und Leiterfahrungen, die Menschen machen müssen, zu ertragen, weil man eben vertröstet werden konnte auf ein jenseitiges Glück, hat aber wenig dazu beigetragen, die Lebensverhältnisse hier zu verbessern. Das heißt, das muss man schon auch sehen, dass dann die radikale Kritik an diesen religiösen Vorstellungen schon auch Hand in Hand geht, einhergeht mit einer Wiedergewinnung des Glücksbegriffs. Ja? Das heißt, man könnte auch sagen, wie ich mal das einmal etwas salopp formuliert habe, das Glück bleibt übrig, wenn alle anderen Sinnstiftungssysteme außer Kraft gesetzt worden sind. Wenn ich nicht mehr an einen Gott glaube, der schon für mein Seelenheil sorgen wird. Wenn ich nicht mehr einem Staat vertraue, dem ich womöglich mein Leben opfern muss. Wenn ich nicht mehr überzeugt davon bin, dass eine politische Ideologie dasjenige ist, dem ich mich unterwerfen muss. Ja, wenn ich ganz auf mich allein gestellt bin und mich dann frage, und was soll ich jetzt? Da bleibt nur eines, werde glücklich. Ja? Und die große Frage ist, wie stellt man das an? Das heißt, so gesehen ist das Glück tatsächlich ein Phänomen der Moderne. Und es war schon eine große Errungenschaft, finde ich, dass in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 diese drei großen Menschenrechte oder Glaubenssätze verkündet worden sind, dass der Mensch gleich frei geboren ist, also Gleichheit und Freiheit als Rechte für sich beanspruchen kann und das Recht nach seinem Glück zu streben. Das heißt also, hinter diesem Glücksbegriff verbirgt sich sozusagen gleichsam dieser Anspruch, der erstmals im 18. Jahrhundert artikulierte Anspruch, dass die Menschen das Recht haben sollen,
ihr Leben selbst zu gestalten und es sich nicht vorgeben zu lassen. Es steht ja ausdrücklich in dieser Unabhängigkeitserklärung, Sie haben das Recht, nach Glück zu streben. Das bedeutet nicht, dass Sie glücklich werden müssen. Das bedeutet auch nicht, dass man ein Recht auf das Glück hat. Das bedeutet schon gar nicht, dass der Mensch das Recht hat, von seinem Staat glücklich gemacht zu werden oder von seiner Gemeinschaft. Ganz im Gegenteil, das war ja gegen die Ansprüche von Staaten, von Gemeinschaften, von politischen Ideologien, von Religionen gerichtet gewesen. Es ist mein Recht, mir mein Glück zu suchen. Und wenn ich daran scheitere, und die meisten scheitern daran, dann ist das mein Problem. Und niemand anderes dafür verantwortlich zu machen. Schon allein daran zeigt sich, dass wir seit dem 18. Jahrhundert diesen, sagen wir mal, individualistisch-emanzipatorischen Aspekt des Glücks sozusagen jetzt verdreht haben. Für uns ist das Glück heute ein Menschenrecht, das ein anderer für mich eigentlich garantieren soll. Sozusagen für jedes Scheitern hat ein anderer die Verantwortung zu übernehmen. Ja? Wenn ein Kind in der Schule scheitert, ist natürlich die Schule daran schuld. Wenn ein Mensch in seinem Beruf scheitert, ist das Unternehmen daran schuld. Wenn jemand seine Lebensgeführung insgesamt scheitert, ist der Staat oder die Gesellschaft daran schuld. Das heißt, dieser Individualismus, der natürlich auch mit diesem angelsächsischen Pragmatismus und Utilitarismus Hand in Hand gegangen ist, spielt momentan gar keine große Rolle mehr, wenn wir an das Glück denken. Wir haben, wie das der französische Philosoph Pascal Bruckner einmal formuliert hat, wir haben aus diesem Recht, nach unserem Glück zu streben, die Pflicht gemacht, glücklich zu werden. Und das führt uns, oder das treibt uns in die Hände der Glücksratgeber, denn die versprechen, dass sie uns es leicht machen, diese Pflicht, glücklich zu sein, zu erfüllen. Und sie übersehen dabei nur eines, was den Vätern der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung noch völlig klar war: nach seinem Glück zu streben, kann bedeuten, viel Unglück in Kauf nehmen zu müssen. Das heißt, dem 18. Jahrhundert war noch deutlich vor Augen, dass Glück und Unglück nicht Gegensätze sind, sondern miteinander verschwisterte Lebenserfahrungen sein können. Und das führt auch sozusagen zu einer alten, antiken Weisheit zurück, auf die ich in meinem neuen Buch auch eingehe, dass Lust und Schmerz miteinander zu tun haben und dass wir das eine nicht ohne das andere haben können. Die Täuschung, der wir uns gerne hingeben und die uns eben von diesen von Ihnen zitierten Glücksratgebern immer wieder vorgegaukelt wird, die Täuschung besteht darin, du kannst glücklich werden, wenn du das Richtige machst, wenn du meinen Ratschlägen folgst und das Glück sozusagen kostet nichts, es hat keinen Preis. Und das war immer schon ein Irrtum. Ja, jedes Glück, das sich die Menschen erringen, hat seinen Preis. Sei es, dass man selber diesen Preis bezahlen muss, sei es, dass wir ihn von anderen bezahlen lassen. Der Begriff des Glücks ist ja sehr vieldeutig, oder man kann auch sagen, er wird zum Teil inflationär verwendet, drum irgendwie auch beliebig. Also die Werbung verwendet ganz häufig, Glück bringt dir, wenn du das oder jenes kaufst, eine neue Küche, ein neues Auto oder auch bloß ein neues Deodorant. Aber auch beim ernsthaften Reden über das Glück stößt man häufig auf einen Etikettenschwindel. Es wird zwar vom Glück gesprochen in der Überschrift, aber gemeint und geredet wird dann doch über etwas anderes, nämlich häufig über Zufriedenheit. Und Glück und Zufriedenheit sind doch zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ja, also wenn heute von Glück gesprochen wird, vor allem auch in der empirischen Glücksforschung, meint man nie das Glück, wie es in der Philosophie oder in der Literatur verhandelt wurde, sondern meint eben dieses Gefühl der Zufriedenheit. Ja, und diese Glücksindikatoren, die man heute aufzählt, das ist ja auch alles in Ordnung. Ja? Dass man sagt, zu einem menschlichen Leben, einem guten Leben, einem zufriedenen Leben, gehört eben nicht nur ökonomischer Erfolg, da gehören auch
Dinge dazu, wie eben, weil Sie das vorhin erwähnt haben, wie eine bestimmte Form von Bildung, soziale Kontakte, da gehört vor allem Anerkennung dazu, da gehört Akzeptanz dazu, da gehört die Stärkung des Selbstwertgefühls dazu, das stimmt alles. Ja, das macht Menschen bis zu einem gewissen Grad zufrieden. Da gehört vor allem dazu, dass Bedürfnisse befriedigt werden. Das ist der Inbegriff der Zufriedenheit. Da steckt ja die Idee der Befriedigung schon drinnen. Aber nichts davon garantiert, dass man dann glücklich ist. Ja. Und das wäre völlig recht. Das wäre davor zu warnen, Glück mit Zufriedenheit gleichzusetzen. Es gibt Menschen, die zufrieden sein könnten, weil sie tatsächlich alle Bedürfnisse befriedigt bekommen und die trotzdem todunglücklich sind. Das ist also diese Paradoxie, dass sozusagen in einer Zivilisation wie der unsrigen, in der es so leicht ist, Bedürfnisse zu befriedigen, in der Grundbedürfnisse ja ohnehin prinzipiell befriedigt sind, in der immer neue Bedürfnisse entstehen, auch mitunter künstlich erzeugt wird, die dann auch sofort befriedigt werden, in der wir gewohnt sind, dass alles auf einen Knopfdruck oder heute sozusagen auf eine Wischbewegung hin sich erfüllt, ja, in der ich nichts mehr einsetzen muss an Anstrengung, an Entbehrung, an Versagung, an Qual, um etwas zu erreichen, in der ich auch den Anspruch habe, ich soll zwar alles bekommen, aber nichts soll Resultat von schmerzhaften Prozessen sein. In so einer Zeit müsste man denken, können ja doch nur glückliche Menschen herumlaufen, wenn diese Art von unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung, von Bequemlichkeit und Zufriedenheit identisch mit dem Glück wäre. Und trotzdem sind die Menschen unglücklich. Ja? Das heißt also, und das ist eine Form von Unglück, die erstens nicht messbar ist, die wir dann sehr schnell pathologisieren. Das heißt, wir sprechen dann von Depression, wir sprechen von Melancholie, wir sprechen sozusagen von, ja, da müssen sozusagen irgendwelche psychischen Störungen vorliegen, traumatische Erfahrungen, die es nicht erlauben, dass dieser Mensch glücklich wird, obwohl er alles hat, was zum Glück gehört. Und ich denke, wir verkennen dabei, dass das Glück etwas ist, wie wir vorhin schon sagten, das auf der einen Seite nicht planbar ist, das auf der anderen Seite nicht zurückführbar ist auf die Befriedigung von Bedürfnissen und das drittens immer ganz anders geartet sein kann, als wir uns das vorstellen. Ja? Ganz einfache Beispiele. Wir glauben, dass die Befriedigung von Bedürfnissen uns glücklich macht. Es kann sein, dass man die Erfahrung macht, dass gerade die Versagung von Bedürfnissen wesentlich stärkere Glücksmomente beinhalten kann, als das exzessive sozusagen in sich reinstopfen von Angeboten. Es kann sein, dass manchmal sozusagen eine tiefe Erschütterung, eine tiefe Leiterfahrung uns so viel Menschlichkeit und Erfahrung gibt, dass das letztlich für einen Glücksmoment wesentlich entscheidender sein kann, als wenn alles immer glatt geht. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Konzepte von Glück, wie sie heute kursieren, wie sie sogar in den Unterricht eingeführt werden, es gibt ja mittlerweile einen Unterrichtsgegenstand, Glück. Ja, das Glücksfach. Ja. Deshalb glaube ich, dass die alle sozusagen daneben liegen, dass die alle sozusagen ihr Ziel verfehlen werden, weil eines immer konsequent ausgeklammert wird, erstens sozusagen diese Fragwürdigkeit des Glücks, diese Unsicherheit, was tatsächlich Menschen glücklich macht oder glücklich machen kann. Und auf der anderen Seite diese radikale Unberechenbarkeit des Glücks, die eben dazu führt, eine meiner Lieblingsthesen, dass man nie, wenn man so sagen will, proaktiv, wie der moderne Begriff lautet, das Glück anstreben kann. Dass man nie wissen kann in einer Situation, ob man jetzt glücklich ist, ja? Sondern dass man bestenfalls eine Ahnung davon haben kann, dass man einmal glücklich gewesen war. Das heißt, erst im Rückblick, in der Erinnerung, wenn eine bestimmte Zeit vergangen ist, kann man ermessen, was eine bestimmte Handlung, eine bestimmte Lebenssituation, ein bestimmter Konflikt, eine bestimmte Tat für unser Glück, für unseren Glückszustand tatsächlich bedeutet hat. Und wir kennen ja alle diese Erfahrungen. Es passiert uns etwas, wir sind todunglücklich, wir glauben, es ist das Schlimmste,
was uns zustoßen kann. Und ein paar Jahre später stellt sich heraus, das war das große Glück deines Lebens. Ja. Weil da hat das Leben eine Wende genommen, die dir Perspektiven eröffnet hat, die ansonsten nie für dich denkbar gewesen wären. Und umgekehrt genauso. Wir glauben, wir haben jetzt das große Glück unseres Lebens getroffen. Und dann erweist sich das als der Auftakt zu einem Leben, das man nur noch als Hölle bezeichnen kann. Ja. Von solchen Missverständnissen leben ja die Beziehungstragödien. Ja, diese Übergänge, Glück kann Unglück werden, Unglück kann zum Glück werden, das haben ja auch verschiedene Dichter immer wieder notiert. Zum Beispiel Boris Pasternak hat einmal geschrieben, dein Weg wird auf lebendigen Fährten einst anderen Stufe um Stufe klar, doch selber darfst du nie bewerten, was Sieg, was Niederlage war oder ist, also im Moment. Oder Eugen Roth hat es so auf die schöne Formel gebracht, ein Mensch schaut in der Zeit zurück und sieht, sein Unglück war sein Glück. Also, das sind natürlich solche Weisheiten, die schon einiges für sich haben. Ich meine, bei dem Glück kommt natürlich noch was anderes dazu, was es dann besonders schwierig macht, das so irgendwie planungstechnisch ins Auge zu fassen. Wir wissen bis heute nicht, eine Frage, die sich schon Aristoteles gestellt hat, wir wissen sich bis heute nicht, ist das Glück sondern der Moment in unserem Leben, wo ich das Gefühl habe, ganz intensiv zu leben, sondern der ekstatische Augenblick, das, was Goethes Faust gesucht hat. Ja, der Augenblick, der so schön ist, dass man ihn festhalten möchte, weil alles andere, was man bisher dann erlebt hat, verblasst, sind ja sozusagen diese herausragenden, ekstatischen Momente, um die es sich auch dann lohnt, etwas einzusetzen. Das heißt, das sind diese Glücksgefühle, die vielleicht auch manche Menschen, vor allem jüngere Menschen, in Risikosportarten suchen. Ja, dieser große Kick, wie man sagen will, dieser Adrenalinstoß. Ja. Also es ist ein fades Leben gewesen, jetzt 1,5 Jahre Corona. Aber jetzt kann ich wieder diesen Kick suchen, wo auch immer und wie auch immer. Ja. Das sind Momente, ekstatische Momente. Und das hat es immer schon gegeben, dieses Nachdenken darüber, sozusagen besteht das Leben sozusagen aus einzelnen ekstatischen Momenten und das, was dazwischen ist, das ist graue Einheitsbrei, da muss man irgendwie durch, bis man sozusagen das nächste Ekstatische hat. Mhm. Wir haben ja bis zu einem gewissen Grad unser ganzes Leben, unser modernes Leben genau nach so einem Modell organisiert, durch diesen Wechsel von Arbeitszeit und Urlaubszeit. Ja. Das heißt also, die Arbeitszeit ist trübe, die ist für viele halbwegs angenehm, für andere wahrscheinlich wirklich furchtbar. Und man arbeitet auf diese 3 Wochen hin im Jahr, wo dann das Glück in geballter Form auf uns einstürzen soll. Da muss dann alles funktionieren. Der Flug, das Hotel, die Beziehung, das Wetter, da muss alles passen. Denn sonst ist unser Glück zerstört. Diese strenge Trennung ja, von Arbeitszeiten und Urlaubszeiten, von Arbeitszeiten und Freizeiten, hat sicher dazu geführt, dass wir das Glück so fokussieren auf wenige Phasen unseres Jahresablaufs. Und wenn dort etwas nicht funktioniert, sind die Depressionen ganz schnell da. Es wäre interessant zu beobachten, ob sich durch diese sukzessive Auflösung dieser strikten Trennung von Arbeitszeit und Freizeit, durch die Digitalisierung zum Beispiel, durch Homeworking, ob sich da auch unsere Glückseinstellungen ändern. Weil wenn ich jetzt nicht mehr diese 3 Wochen habe, wo ich glücklich sein muss, ja, weil ich da auch vom Chef angerufen werden kann oder auch E-Mails beantworten muss, könnte auch sein, dass ich umgekehrt in Phasen, die normalerweise als Arbeitszeiten nicht gerade so glücksverdächtig waren, plötzlich auch Erfahrungen machen kann, die zu meinem Glück etwas beitragen können. Aber das ist so ein Nebenaspekt. Ja. Oder, das wäre dann die andere These, besteht Glück tatsächlich darin, dass man ein glückliches Leben führt. Also nicht einzelne ekstatische Momente anstrebt, ja, die große Party am Ende der Woche, das große Erlebnis im Urlaub, die Ekstase alle 4 Jahre bei einer Fußball-Europameisterschaft, sondern dass sozusagen das Leben insgesamt sich so fügen soll, dass ich sagen kann, ja, das ist ein gutes Leben, das ist ein glückliches Leben. Das heißt also, dass alles, was dieses Leben ausmacht, meine Arbeit, meine Tätigkeit, meine Beziehungen,
mein Verhältnis zur Gemeinschaft. Dass das alles also Mosaiksteine im großen Bild des Lebensglücks sind. Und Aristoteles hat schon die Überlegung angestellt, wenn das so ist, und er tendierte dazu, dann kann man aber erst dann von einem geglückten Leben sprechen, wenn es beendet ist. Denn was ist ein Leben wert, das anscheinend glücklich war und dann kommt ein furchtbarer Tod oder ein langer, quälender Prozess des Sterbens? Das heißt also, da wäre dann ein ganz, ganz großer, dunkler Fleck auf diesem Lebensmosaik. Und natürlich kann ich nie sozusagen mein Glück in der Weise prospektiv vorausdenken. Ich weiß nicht, wie mein Leben weitergehen wird. Die Zukunft, sowohl die individuelle als auch die gesellschaftliche Zukunft, ist offen. Da mögen Zukunftsforscher sagen, was sie wollen. Sie irren sich ständig. Und das ist eine meiner größten Rätsel, die sich mir stellen, wie man, nachdem seit mehreren tausend Jahren klar ist, Zukunftsforscher irren sich ständig, wie man trotzdem daraus noch immer einen Beruf machen kann und mit permanent falschen Prognosen Geld verdienen kann, verstehe ich nicht, aber soll so sein. Ja? Aber weil eben die Zukunft prinzipiell nicht vorhersehbar ist und prinzipiell offen ist, sind auch unsere Glückserwartungen prinzipiell nicht mit Erfüllungsgarantien zu versehen. Keiner weiß, was auf ihn zukommt und was das in der Gesamtheit seines Lebens bedeutet. Ganz wichtig ist, ich möchte es noch mal unterstreichen, dass Sie erwähnt haben, eben das Glück ist kein rosarotes Glück, sondern eben, dass es auch das Glück der Anstrengung gibt. Der Extrembergsteiger Oswald Oelz, der hier aus Vorarlberg kommt, hat auch hier einmal darüber gesprochen, eben dieses Glück der Anstrengung, wo man sich zwar im Moment, wo man im Berg hängt, denkt, bin ich blöd, warum tue ich mir das an, aber nachher eben dieses Glück erlebt. Und eben auch, was so überhaupt nicht zum Zeitgeist passt, dass es dieses Glück der Entsagung oder des Verzichts gibt. Noch ein Punkt, der heute auch sehr im Trend ist, nämlich Glück biochemisch und vor allem neurobiologisch zu erklären. Glück als eine Frage von Hormonen, die in erster Linie im Gehirn oder vielleicht auch im Bauch produziert werden. Wie sehen Sie diesen Zugang zum Glück, diese biologische Reduktion? Bei Glücksgefühlen wie bei jedem anderen Gefühlen und auch bei allen anderen bewussten Prozessen gibt es natürlich eine biologische oder neurobiologische Grundlage, das ist völlig klar. Die kann ich auch versuchen zu beeinflussen, zu manipulieren, haben Menschen immer gemacht. Das Problem ist nur, es hilft uns nicht. Es hilft uns weder dieses Wissen, löst keines unserer Probleme, noch hilft es sozusagen der Glückssteigerung, wenn ich versuche, dieses Glück, künstliche Paradiese, künstlich herzustellen. Ansonsten wären ja Drogenabhängige und Alkoholiker die glücklichsten Menschen der Welt. Tatsächlich bevölkern sie die Psychiatrien und Krankenhäuser, weil sie offensichtlich unglücklich sind. Und nicht nur, weil sie ihren Körper zerstören, sondern weil sozusagen dieses momentane Gefühl der Erleichterung, der Ekstase, des Rausches nicht ausreicht, um tatsächlich sozusagen ein Glück auf Dauer zu stellen. Wobei natürlich diese Formen, Nietzsche sprach vom Dionysischen, vom Rauschhaften, diese Formen der Entgrenzung, die man durchaus auch durch Alkoholiker, durch Narkotika und dergleichen mehr erreichen kann, schon auch einen Moment unserer Ekstasefähigkeit kennzeichnet. Ja, wir sind auch Wesen, die sich entgrenzen können. Wir sind Wesen, die sich sozusagen durch Substanzen aller Art versuchen, selbst zu manipulieren oder eben Seelenzustände, Erfahrungen, Wahrnehmungen zu erreichen, die man beim nüchternen Zustand so nicht erreichen kann. Das gehört schon auch dazu. Aber es ist auch hier kein Rezept, wo ich sozusagen das Ganze dann nur abhaken müsste und sagen müsste, jetzt nimmst du dreimal in der Woche diese Pillen und führst die Glückspille oder ein Oxytocin-Spray. Hilft nichts. Ja.
Genauso wenig wie es hilft, dass ich um diese Zusammenhänge zwischen körperlichen Vorgängen und seelischen Vorgängen weiß. Wer Liebeskummer hat und rasend vor Eifersucht ist, dem hilft es nichts, wenn ich nachweisen kann, welche Hormone jetzt an diesem Prozess beteiligt sind. Ja? Sondern der zuckt trotzdem aus. Ich glaube eben, diese Erklärung ist so verführbar, weil man eben glaubt, man kann es machen, man kann es kaufen. Ich bin in der Vorbereitung auch darauf gestoßen, dass apropos Glücksbillen, dass die auch die Nationalsozialisten eingesetzt haben, nämlich das Pervitin, die sogenannte Panzerschokolade, die galt ja als Wunderpille. Pervitin war ein Aufputschmittel, es machte euphorisch, steigerte die Konzentration, wirkte gegen Müdigkeit, Stress und Erschöpfung, machte also aus Soldaten Kampfmaschinen. Also hier zeigt sich so diese Versuchung, das Glück, die Leistung biochemisch zu beeinflussen. Naja, weniger das Glück. Die sollten nicht glücklich werden, sondern die sollten sozusagen aggressiver werden und dann auch vielleicht bereitwilliger sterben. Und das ist aber schon ein interessantes Phänomen. Ja? Solche Versuche, menschliches Verhalten zu beeinflussen durch künstliche Stoffe, gerade im Zusammenhang mit Kampf und Krieg, ja, hat es ja immer schon gegeben. Ja? Mhm. Das heißt, man kann daraus ja ganz was anderes ableiten. Man kann daraus ableiten, dass Menschen an sich von Natur aus oder wenn man sie ihrer eigenen Dynamik überlässt, eigentlich eher selten aggressiv sind. Sondern dass man sie erst zur Aggressivität abrichten und künstlich aufputschen muss. Dass man genau solche Substanzen verabreichen muss, die sie dann in diesen selbstverachtenden, auch aggressiven Zustand bringt, wo sie weder das Fremde noch das eigene Leben schonen. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die wir so auch machen können, die Aggressivität einer Gruppe von Männern, die getrunken haben, ist ganz eine andere, als bei solchen, die nüchtern geblieben sind. Das heißt also, bestimmte Formen von Enthemmung sind auch Resultat der Zuführung künstlicher Substanzen. Und das wurde immer wieder ausgenutzt, um eben gezielt aggressives Verhalten zu befördern, auch um die Gefahr hin, dass diese hochgeputschten, aggressiven Menschen dann auch gegen sich selbst und gegen die eigenen Leute zu wüten beginnen und in ihren Blutrausch dann keinen Unterschied mehr machen. Ja? Das ist immer sozusagen diese Kehrseite. Aber mit Glück hat das dann gar nichts mehr zu tun. Wieder ein ganz anderer Punkt zu den modernen Zeitgeistversprechen gehört auch das Versprechen, neue Erfahrungen machen glücklich. Neues, auch eben etwas Neues, das man kauft. Also das ist eine ganz heikle Sache. Man ist natürlich sofort geneigt zu sagen, so leicht kulturkritisch, naja, also das Glück, das ihr einstellt, nur wenn ich jetzt einen Kaufimpuls folge oder gar nur einer Werbung folge, ist ein vorgetäuschtes Glück. Psychologen, Hirnforscher haben ja festgestellt, dass die sogenannten Belohnungszentren im Hirn aktiv werden bei unterschiedlichen Tätigkeiten, aber das Glücksgefühl ist das Gleiche. Und bei Kaufakten werden eben auch diese Hirnregionen stimuliert, die das solche Glücksgefühle erzeugen. Und das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad. Ein Kaufakt ist auch so ein Ausdruck sozusagen eines Zugriffs auf die Welt. Ja, also da ist etwas und das gehörte vor einem anderen, jetzt gehört es mir. Es ist eine Form von Weltaneignung. Und Weltaneignung macht glücklich, gar keine Frage. Mhm. Es ist eine leichte Form von Weltaneignung, man braucht nur ein bisschen Geld. Ja. Man könnte es auch rauben, das wäre schon wirklich wesentlich anstrengender und gefährlicher. Ja? Aber man muss trotzdem eine Attraktivität haben, denn es gibt nach wie vor Räuber, auch wenn es vielleicht gar nicht so mehr notwendig wäre, weil fast jeder alles bekommt, was er will. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass solche Dinge, dass man sagt, also, naja, das ist eine billige Form der Suche nach etwas Neuem, ja. Das gilt aber auch für andere Formen. Bei dem, was Sie erwähnt haben, was ich mal über Bildung gesagt habe, da habe ich mir auch gedacht, heute geht es um Glück. Und da habe ich mir kurz überlegt, macht Bildung, macht Wissen, macht Neugier
eigentlich glücklich. Und ich würde sagen, das muss nicht sein. Es gibt ein Wissen, das unglücklich macht. Es gibt ein Wissen, vor dem wir uns auch schützen, weil wir wissen, dass es uns unglücklich macht. Und zwar die große These von Friedrich Nietzsche. Der Mensch möchte nichts wissen über sich. Denn wüsste er wirklich, wer er ist, dann würde er todunglücklich sein. Ja. Es gibt eine Neugier, die uns zu Entdeckungen führt, die alles andere als erfreulich sind. Ja, das macht uns auch nicht glücklich. Man könnte sogar sagen, dass jedes wirkliche Neue, auf das wir stoßen, uns nicht nur ein bestimmtes Gefühl der Befriedigung gibt, weil wir jetzt was Neues entdeckt haben, sondern uns bis zu einem gewissen Grad auch unglücklich machen muss, weil das Neue immer bedeutet, dass das Alte, an dem ich vorher vielleicht Wohlgefallen gefunden habe, das mir vorher etwas bedeutet hat, dass das jetzt bedeutungslos geworden ist und damit ein Teil meines Lebens sozusagen verschwunden ist. Deswegen nehmen wir auch so schwer Abschied von Weltbildern, die uns lieb geworden sind, von Vorstellungen, die wir lange gehegt haben, von Vorurteilen, die wir lebenlang mit uns getragen haben, von Konzepten, wie wir unser Leben zu führen haben, denen wir strikt vertraut haben. Jetzt kommt das Neue. Und das ist nicht nur aufregend, das stachelt nicht unsere Neugier an, das befriedigt nicht nur unseren Drang nach Wissen, sondern es zerstört auch alles, was vorher da war. Und das gilt übrigens für alle. Ja? Das gilt nicht nur für diejenigen, denen man jetzt einen bestimmten politischen Konservativismus nachsagt. Ja? Auch ein Linker, der die Vorstellung, an die er ein Leben lang geglaubt hat, dass die Zukunft in der Herrschaft des Proletariats liegt, der diese Vorstellung verabschieden muss, weil es jetzt etwas ganz Neues gibt. Ja? Auch der will davon nicht lassen. Und er ist auch todunglücklich, wenn man ihm klar macht, du, mit der Arbeiterschaft geht's nicht mehr. Sage ich in der Arbeiterkammer. Ja, das sind sehr, sehr interessante Überlegungen. Das Neue, das eben auch eine dunkle Seite hat, eben, dass man gerade eben das, wovon man vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang überzeugt war, wofür man gekämpft hat, wofür man sich engagiert hat, dass man vielleicht eben eines Tages erkennen muss, das war doch falsch. Ja. Das kann auch bei der Religion der Fall sein. Also, dass man deshalb ist natürlich der Gedanke richtig, dass junge Menschen mit dem Neuen viel besser umgehen können, weil sie einfach nichts Altes verabschieden müssen. Sie haben ja noch nichts hinter sich, sie haben ja noch nichts angesammelt, sie haben nicht Jahre, Jahrzehnte lang etwas geglaubt. Ja. Sie sind gleich so von Natur aus, das ist das große Privileg der Jugend, sie sind von Natur aus offen und können sozusagen, weil das Neue ist für sie sozusagen die Form von Erstbegegnung. Mhm. Für einen älteren Menschen ist das Neue eine zweite, eine dritte, eine vierte Begegnung und relativiert dann immer schon bestimmte Dinge, die man in seinem Leben gemacht hat. Und der einzige Trost, den wir hier haben, ist, dass wir wissen, dass jeder heute junge Mensch in wenigen Jahrzehnten ein alter Mensch sein wird. Das Neue kann ja richtig existenzgefährdend sein. Ich denke hier an Theologen zum Beispiel oder Priester, die sich von ihrem Beruf verabschiedet haben, eben durch das, was sie in ihrem Studium beispielsweise gelernt haben. Für die ist das Neue lebensbedrohlich, weil sie verlieren alles, was bisher ihr Leben ausgemacht hat. Und das gibt es sicher in vielen anderen Bereichen auch. Ja. Natürlich, klar. Ja. Überall dort, wo auch sozusagen technische Erneuerungen stattfinden, verschwindet das Alte und ist für diejenigen, die davon betroffen sind, natürlich auch ein Unglück. Also wenn wir jetzt davon sprechen, wie sehr die Digitalisierung unser Leben verändern wird, natürlich verändert sie das. Und vieles daran ist natürlich neu und begrüßenswert, aber wir müssen auch klar sein darüber, wie viel wir auch verabschieden müssen. Und jeder Abschied hat auch eine schmerzhafte Seite. Und auch das, würde ich sagen, das Glück des Neuen ist erkauft durch den Schmerz des Abschieds vom Alten. Ich verdanke die Idee zu diesem Gespräch einer Ö1-Sendung, die meine Kollegin Elisabeth Nöstlinger gemacht hat, über das Glück. Und Sie waren einer der Gesprächspartner. Und Sie haben in diesem Gespräch auch etwas ganz Wichtiges gesagt, das irritierend ist und das uns selten bewusst ist. Was des einen Glück ist,
kann des anderen Unglück sein. Eine völlig verdrängte, geradezu tabuisierte Seite des Glücks, das moderne Glück des Einzelnen, ist oft das Unglück vieler anderer. Könnten Sie uns das noch einmal erklären? Da gibt es ja ganz einfache Beispiele, weil das jetzt wieder aktuell wird. Also ich meine, denken wir daran, dass einer der größten Wünsche und Sehnsüchte des Menschen über Jahrtausende es gewesen war, fliegen zu können wie ein Vogel. Unsere moderne Technologie hat es uns erlaubt, diesen Traum zu erfüllen. Sozusagen das Glück, das sich einstellt, wenn man einfach ein Flugzeug besteigt und man erhebt sich in die Lüfte und schaut hinunter auf diese Erde aus 10.000 Meter Entfernung und pfeilschnell durchquert man den Himmel und landet ganz woanders, hat in 3 Stunden Distanzen zurückgelegt, wo früher Menschen vielleicht 3 Jahre brauchten. Das ist ein Glücksgefühl. Aber dieses Glücksgefühl ist erkauft um den Preis einer ökologischen Katastrophe. Einer fliegt und Tausende leiden an den Klimaveränderungen. Das minimiert das Glück des einen nicht. Der ist ja wirklich glücklich. Ja? Aber der Preis ist schon sehr hoch, der dafür gezahlt werden muss. Und das wäre nur sozusagen ein einfaches Beispiel. Ja? Das heißt, man könnte natürlich auch weniger technoid-induzierte Beispiele nehmen. Sozusagen allein die Tatsache, dass wir Glück ja auch sehr oft assoziieren mit gelungenen erotischen Beziehungen. Ja? Und die ganze Menschheit hindurch, die ganze Literatur, die ganze Musik lebt davon, dass das Liebesglück des einen das Unglück des oder der anderen ist. Ja? Das heißt also, wenn zu lieben bedeutet, aus einer Unzahl von Möglichkeiten eine in Anspruch zu nehmen, eine zu erwählen oder erwählt zu werden und alle anderen sozusagen zu verabschieden oder die meisten anderen zu verabschieden. Und wenn da jetzt unterschiedliche Bedürfnisse vorhanden sind, unterschiedliche Sehnsüchte, unterschiedliches Begehren vorhanden ist, dann heißt das Glück auf der einen Seite immer, dass ein anderer darunter leiden wird. Und ich meine, das ist die klassische triadische Situation, wenn man an Goethes Die Leiden des jungen Werther denken, das sind die Leiden des jungen Werther, der nur deshalb leidet, weil die Frau, die er liebt, mit einem anderen liiert ist. Ja. Und wenn man daran denkt, das ist jetzt ganz banal formuliert, dass Eifersuchtsmorde nach wie vor eines, dass Eifersucht und Besitzansprüche in Beziehungen nach wie vor eines der Hauptmotive für Morde ist, für diese zahlreichen Frauenmorde, die in Österreich ja wirklich überproportional vorzukommen scheinen, dann ist völlig klar, dass wir über diese Verhältnisse noch lange nicht hinaus sind. Ja? Und dass wir nicht gelernt haben oder dass viele noch immer nicht gelernt haben, trotz aller Glücksratgeber, die das ja gar nicht ins Auge fassen können, weil sowas in ihren Denken gar nicht vorkommen darf, ja? Dass wir es noch immer nicht gelernt haben, damit zu leben, dass das Glück sozusagen nichts ist, dass man einfach für sich beansprucht oder beanspruchen kann, ohne zu berücksichtigen, was das sozusagen an uns selber und an anderen auch für Leiterfahrungen hervorrufen kann. Und während dieses ganzen Fixiertseins auf Glücks- und auf Glückserfüllungsstrategien und auf Glückskonzepte haben wir vergessen, uns darüber den Kopf zu zerbrechen und ähnliche Strategien zu entwickeln, für die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Leid um? Wie gehen wir mit Zurücksetzung um? Wie gehen wir mit Verlusterfahrungen um? Ja? Wie geht man um, wenn die Partnerin einen anderen gefunden hat? Ja? Das heißt, wie zügelt man dann die aufkeimenden Leidenschaften? Wie zügelt man diesen Zorn? Oder soll man allen Gefühlen freien Lauf lassen, wie uns ja manche auch nahelegen? Dann kommt es ja tatsächlich zu diesen
auch Gewaltexzessen, die nicht sehr mit Glück, aber eben dann sehr viel mit Leid zu tun haben. Das heißt also, wenn man jetzt polemisch sein wollte, könnte man sagen, vielleicht sollten zumindest einige dieser Glücksratgeber umsatteln auf Leitratgeber. Das werden wir in Zukunft wahrscheinlich nötiger haben. Und gerade die letzten 1,5 Jahre der Pandemie haben uns gezeigt, wie unfähig wir sind mit Leid, mit Zumutungen, mit Unberechenbarkeiten, mit Versagungen und Entsagungen umzugehen. Dass es eine Katastrophe für uns ist, 3 Monate keine Party feiern zu dürfen, stellt gerade unserer Glücksfähigkeit kein gutes Zeugnis aus. Das ist etwas sehr Typisches, eben dass das Leid und der Schmerz bei den Ratgebern keinen Platz finden und dass auch oft in übertriebenem Maße davon gesprochen wird, dass ob alles Leid, jeder Schmerz beseitigt und therapiert werden könnte. Ich habe da auch seit Jahren begleitet mich da ein nachdenkliches und berührendes Bekenntnis von Ricarda Huch in einem Gedicht. Da schreibt sie, nicht alle Schmerzen sind heilbar, denn manche schleichen sich tiefer und tiefer ins Herz hinein und während Tage und Jahre verstreichen, werden sie Stein. Du sprichst und du lachst, wie wenn nichts wäre, sie scheinen zerronnen wie Schaum, doch du spürst ihre lastende Schwere bis in den Traum. Der Frühling kommt wieder mit Wärme und Helle, die Welt wird ein Blütenmeer, aber in meinem Herzen ist eine Stelle, da blüht nichts mehr. Ich finde es auch schön, dass jemand das auch zugeben kann, weil sonst entsteht ja auch so ein unheimlicher Druck, ja, dass man meint, eben jeder Schmerz, jedes Leid müsste weg. Das ja, heißt, es gibt schon eine Konzeption des guten Lebens, in dem auch das Unglück, das Leid, eine zentrale Stelle, eine zentrale Erfahrung bekommen kann. Und das blenden wir gerne aus. Ja? Es ist ein Leben nicht gelungen. Oder, pardon, es ist ein Leben nicht misslungen, in dem es solche Leiterfahrungen gibt. Sondern wir müssen sozusagen vielleicht uns auch wieder an diesen Gedanken gewöhnen, dass zu einem menschlichen Leben eben beides gehört. Die Möglichkeit des Glücks, sowohl in der Lebensorganisation als auch in ekstatischen Erlebnissen, als auch die damit einhergehende oder auch von ganz woanders herkommende Form der Leiterfahrung. Und das, was uns so aufregt, ist, dass genauso wie das Glück nicht berechenbar ist, nicht ausrechenbar ist, nicht planbar ist, ist auch das Leid nicht ausrechenbar, nicht planbar. Das ist genauso mitunter zufällig, ja. Warum erwischt dem einen eine schwere Krankheit und dem anderen und den anderen nicht? Ja? Warum hat der eine einen Unfall und der andere nicht? Ja? Dieser alltagsbanale Satz, war zur falschen Zeit am falschen Ort, ja? Drückt ja nur aus, dass wir hier auch einer Form des Schicksals ausgeliefert sind, das wir nicht kontrollieren können. Und indem wir das Glück nicht kontrollieren können, das Leid nicht kontrollieren können, werden im Grunde sozusagen alle Formen von Glücksratgebung in dem Moment Makulatur, wo sie hingeschrieben worden sind. Ein Blick auf die Uhr zeigt mir, ich möchte zum letzten Teil kommen, zum Bild des Menschen. Einen kleinen Ausflug zu Seneca, zu seiner Abhandlung Das Leben ist kurz. Da schreibt er, viele hat das Streben nach fremdem Glück oder die Sorge um das eigene Glück völlig vereinnahmt. Und er listet beeindruckend auf, warum das Leben so kurz ist. Durch die unersättliche Habgier, durch geschäftige Betriebsamkeit, völlig überflüssige Plackerei, grundlosen Kummer, Krankheiten, die wir uns selbst eingebrockt haben, Ehrgeiz, Begeisterung für den Kriegsdienst, rastlose Begierde, Geschäfte zu machen, freiwillige Knechtschaft, pausenlose Vergnügungstouren, schmeichlerische Unterhaltung, zahlreiche Laster, Fresserei und Hurerei. Ich denke, der Mensch hat sich nicht so sehr verändert seit Seneca, der Vorarlberger Architekt Roland Gneiger, der charakterisiert uns heutige Menschen so: Der heutige Mensch ist eingenommen von der eigenen Unersättlichkeit und der Unersättlichkeit des Marktes,
verloren in virtuellen Welten, verrannt in Ideologien, von vielen Ängsten belagert und gelähmt, von Vorurteilen konditioniert, bedrängt von Zielen und Ansprüchen, außer Atem gesetzt vom eigenen Stress, angestiftet von der Emotionalisierungswut des Boulevards und beherrscht vom ewigen Nicht-Genug. Wie soll so ein Mensch glücklich sein? Darf ich dazu noch eine Anmerkung machen? Gerne. Ich kann das gut nachvollziehen und trotzdem beschleicht mich ein leises Unbehagen. Es gehört nämlich sozusagen auch zu diesem Glücksdiskurs seit der Antike, Sie haben es ja jetzt gerade zitiert, den Menschen vorzuwerfen, sie suchen das Glück, aber sie glauben, das Glück zu finden, indem sie nach dem Falschen suchen. Ja, also die Jagd nach dem Glück, um dieses Bild nochmal zu benutzen, die Jagd nach dem Glück war immer schon eine Jagd nach den Falschen, nach den Seifenblasen des Lebens. Ja. Man glaubt, wenn ich Geld habe, werde ich glücklich. Man glaubt, alles, was dort geschrieben wurde, ja, Sex, Essen, Erfolg, Anerkennung etc. etc. wird mich glücklich machen. Das sind immer die falschen Glücksgüter, so manche Philosophen bis hin in die Gegenwart. Und daraus resultiert dann so eine leichte Verachtung gegenüber den Menschen, die sozusagen glücklich sein wollen, aber immer nach dem Falschen streben. Das mag schon alles stimmen. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, man möchte den Menschen dadurch etwas nehmen, sie bevormunden. Ich mag es nicht, wenn die einen den anderen sagen, du lebst falsch. Er kann das rückdenken, soll er anders leben. Ja? Das heißt also, wer glaubt, dass Menschen unglücklich werden, wenn sie noch Sex und Geld streben, der soll nicht die belehren, sondern das soll selber so leben, dass Geld und Sex in seinem Leben keine Rolle spielt. Wer glaubt, dass die Menschen von Vorurteilen eingeengt sind und deshalb unglücklich sein müssen, der soll bitte aufhören, diese Menschen über ihre Vorurteile aufzuklären, sondern er soll selber seine Vorurteile abbauen. Mhm. Zum Beispiel die Vorurteile, die er den Menschen gegenüber hat, denen er ständig Vorurteile unterstellt. Ja? Es ist ja nicht so, dass diejenigen, die immer die Vorurteile der anderen beklagen, frei wären von Vorurteilen. Mhm. Ganz im Gegenteil. Das heißt also, ich denke, dass hier man alle möglichen, auch kritischen Vorstellungen haben kann, aber da halte ich es mit Nietzsche, plausibel werden diese Vorstellungen immer erst dann, wenn man sie auf sich selbst anwendet. Ja? Wer den Flugverkehr verbieten will, aber selbst zu denjenigen Menschen gehört, die im Privatjet durch die Weltgeschichte reisen, ist für mich nicht wirklich glaubwürdig und nicht wirklich relevant. Und ich glaube auch nicht, dass er das Glück der Menschen oder der Menschheit, wir sind ja da ganz schnell bei der Hand mit großen pathetischen Formulierungen, im Auge hat. Ich glaube, viel wichtiger wäre es, ja, was heißt wichtiger, interessanter wäre es vielleicht darüber nachzudenken, Friedrich Nietzsche hat das mal in einem bösen Aphorismus ausgedrückt, ob zu einem interessanten, gelungenen, menschenwürdigen Leben wirklich notwendig dieser Glücksbegriff gehört. Nietzsche hat mal gesagt, der Mensch strebt nicht nach Glück, nur der Engländer tut dies. Und hat sich natürlich sozusagen auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und auf den angelsächsischen Utilitarismus bezogen, wo er das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl als der eigentliche moralische Imperativ für alle formuliert worden war. Aber vielleicht ist es so, dass wir nach ganz anderen Dingen widerstreben sollten, nicht nach Glück, sondern einfach bestimmte Dinge gut zu machen, was wir früher auch so angeschnitten haben. Erfahrungen machen zu wollen, die auch negative Aspekte haben. Dinge zu tun, die einerseits bestimmte Befriedigung hinterlassen, aber andererseits auch eine bestimmte Anstrengung erfordern. Vielleicht sind wir da sozusagen wirklich ein bisschen irregeleitet in dieser Fixiertheit auf das Glück. Oder wie wir vorhin sagten, ob er dann glücklich gewesen war, das werden wir schon sehen. Ja?
Aber jetzt geht es vielleicht mal wirklich darum, bestimmte Dinge, die man für wichtig hält, die man für richtig hält, einfach zu tun. Und nicht immer unter der Perspektive, macht das mich glücklich, macht das andere glücklich, macht das viele glücklich, macht das wenige glücklich. Und darum geht es vielleicht gar nicht. Vielleicht ist das Glück überhaupt eine Kategorie, ein Begriff, den man ein bisschen mehr zurückdrängen sollte. Das war jetzt ein wunderbarer Appell für Toleranz, für Frustrationstoleranz. Eben einzuräumen, es gibt die Möglichkeit des Andersseins, ohne dass man da gleich auf die anderen einhauen muss. Ja. Stichwort Nietzsche und Bild vom Menschen, das gibt mir noch die Möglichkeit, eine Brücke zu Ihrem neuen Buch zu schlagen, Alle Lust will Ewigkeit, mitternächtliche Versuchungen. In diesem Buch geht es um das Mitternachtslied von Friedrich Nietzsche, um Mensch, gib Acht. Und Sie gehen davon aus, dass in diesen 11 Versen die Knotenpunkte des menschlichen Lebens komprimiert sind und schreiben, jede Verszeile lädt uns zur sinnigen Betrachtung, zu einem Nachdenken, einer Meditation, zu einem Versuch und einer Versuchung ein. Und bei dieser sinnigen Betrachtung geht es gleich im ersten Kapitel um das Menschenbild, eben weil es ja heißt, O Mensch. Und da lese ich, was ist der Mensch? In dieser Frage laufen nach Immanuel Kant die Grundlinien der Philosophie, der Religion und der Moral zusammen. Die Glücksratgeber scheinen, wenn sie überhaupt eines haben, nur ein sehr simples, ein sehr glattes, ein sehr geglättetes Menschenbild zu haben, befreit von Widersprüchen nach dem Motto, alles ist möglich, du musst nur wollen, musst nur das Richtige tun, vor allem positiv denken, dann haut's schon hin. Ich denke, für Sie als Philosoph muss ein solches Menschenbild, müssen sich einem die Haare aufstellen. Ja und nein. Ich habe überhaupt ein bisschen Probleme mit Menschenbildern. Und zwar aus einer prinzipiellen Überlegung heraus. Der Mensch ist doch, und das kennzeichnet uns ja auch aus, der Mensch ist auch das Wesen, das nie genau weiß, wer er eigentlich ist. Das heißt, in der philosophischen Lehre vom Menschen, in der Anthropologie, Nietzsche war der Erste, der darauf hingewiesen hat, spielte der Gedanke eine große Rolle, dass der Mensch das offene Wesen ist. Nietzsche hat mal geschrieben, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier. Das nicht festgestellte Tier, wir sind nicht festgelegt auf eine bestimmte Art des Lebens, ja, sondern wir sind die Wesen, die sich in bestimmten Bereichen, nicht in allen, aber in bestimmten Bereichen tatsächlich in gewisser Weise frei entscheiden, nicht können, sondern frei entscheiden müssen. Der Philosoph Günther Anders, der für mich ganz wichtig gewesen ist, hat von der Pathologie der Freiheit gesprochen. Der Mensch ist das krankhaft freie Wesen. Das heißt aber auch, dass Menschenbilder immer nur sozusagen Hilfskonstruktionen sind, die uns gleichzeitig dieser Freiheit immer wieder ein bisschen berauben. Das heißt, wie immer ich dann den Menschen definiere als das glücksfähige Wesen, was heißt das? Ja? Als genauso das unglücksfähige Wesen. Oder das vernünftige Wesen, was heißt das? Als genauso das unvernünftige Wesen. Das religiöse Wesen, was heißt das? Es gibt genug Menschen, die Atheisten sind. Das heißt, alle diese Versuche, den Menschen zu definieren und ein bestimmtes Menschenbild festzulegen, beschreiben den Menschen nicht, sondern möchten ihm bestimmte Vorgaben machen. Auch wenn ich den Menschen als tolerantes, wenn ich ein tolerantes Menschenbild einfordere, ja, dann möchte ich einfach all denjenigen, die Lust an der Intoleranz haben, vorschreiben, wie sie zu leben haben. Ja. Das heißt, das sind einfach, das mag ja gut argumentierbar sein, aber dahinter stecken immer sozusagen bestimmte Vorstellungen, wie der Mensch sein soll, nicht wie er ist. Und sobald ich eine Vorstellung habe, wie der Mensch sein soll, ist das meine Vorstellung, die ich dann wieder versuche, den anderen zu oktroyieren oder eben in gewisser Weise nahezulegen, manchmal auch versuche, mit Gewalt durchzusetzen. Das heißt, ich würde eher dafür plädieren, an diesen
offenen Charakter des Menschen festzuhalten und von Menschenbildern Abstand zu nehmen, sowohl von denen der Glücksforscher, die natürlich ein bestimmtes Menschenbild haben, man befriedige bestimmte Grundbedürfnisse und der Mensch wird glücklich werden, das ist tatsächlich relativ einfach und natürlich falsch, aber auch von komplexeren Menschenbildern würde ich sozusagen Abstand nehmen und zur Vorsicht raten, weil jedes Bild sozusagen die Vielfalt der Möglichkeit des Menschen auch schon wieder in einen Rahmen presst und einengt. Wirkt doch eher wie ein Korsett, das man, oder eine Schablone, die man jemandem versucht überzustülpen. Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn ich dann jemandem ein Menschenbild unterstelle, bedeutet das natürlich auch, bestimmte Dinge erst gar nicht ernst nehmen zu müssen. Dann sage ich halt, das ist ein negatives Menschenbild. Ja? Und trotzdem kann aber sehr viel davon zutreffend sein. Ja? Also vor allem Philosophen, die denken wie an Thomas Hobbes oder eben auch Nietzsche, den Menschen auch eine ganze Reihe von negativen Eigenschaften zugeschrieben haben. Prinzipiell mussten sie immer den Vorwurf gefallen lassen, sie haben ein negatives Menschenbild. Okay. Ja, wenn ein Mensch so ist, dann ist er so. Ja? Oder wenn ich mit Menschen diese Erfahrung mache, dann mache ich diese Erfahrung mit ihm. Und da hilft es mir nichts, sozusagen jemandem vorzuwerfen, er habe das falsche Menschenbild. Mhm. Ja. Also es ist kein Menschenbild, sondern Sie beschreiben, Sie gehen der Frage nach, was ist der Mensch, am Beispiel von Nietzsche oder von Anderson. Ja. Genau. Es geht jetzt nicht darum, sozusagen den Menschen festzuzurren auf bestimmte Erscheinungsweise, bestimmte Eigenschaften, sondern genau diese Fraglichkeit des Menschen zu unterstreichen. Und gerade diese erste Zeile von diesem wunderbaren Lied, O Mensch, gib Acht, ja, das kann ja so viel bedeuten und das kann natürlich auch bedeuten, oh Mensch, pass auf dich selber auf. Ja. Stolpere nicht über dich und deine eigenen Ansprüche und vielleicht auch falschen Annahmen und vielleicht auch falschen Bilder, die du von dir selbst machst. Wenn man sozusagen, was Ludwig Feuerbach ja gemacht hat, Gott als eine Projektion des Menschen interpretiert, ja, und er sagt, sozusagen Religionen sind eigentlich nichts anderes als verkehrte Anthropologien. Ja. Wir sprechen ständig von Göttern, aber im Grunde reden wir immer von uns. Ja. Wenn das stimmt, und ich halte das für ziemlich plausibel, ja, wenn das stimmt, dann müsste man sozusagen eines dieser großen Gebote, du sollst dir kein Bild von Gott machen, auf uns selbst anwenden. Mhm. Also der Satz würde dann lauten, der Mensch soll sich kein Bild von sich selbst machen. Ich glaube, das hat Max Frisch auch immer wieder betont. Mir hat einfach so gefallen, eben so in dieser Beschreibung, gerade von Nietzsche, wie er diese Hybris, die wir oft von uns haben, wie er die auf angenehme, wohltuende Art bricht und entlarvt. Andererseits, Nietzsche wäre nicht Nietzsche, wenn er gleich einen Kontrapunkt nicht setzen würde. Und er spricht ja auch vom Übermenschen. Also der Mensch als das Wesen, das sich selbst überwinden soll. Ja? Auch da steckt natürlich schon eine bestimmte Vorannahme drinnen, die wir übrigens mittlerweile alle teilen. Ja, wir wissen ja gar nicht, dass wir im Herzen alle zu Nietzscheanern geworden sind. So links kann gar niemand sein, dass er nicht auch Nietzscheaner ist, ohne es zu wissen. Nämlich genau in dem Sinn, dass wir den Menschen, so wie er ist, ja, so wie er uns begegnet, letztlich für defizitär halten. Wir sind überzeugt davon, wir müssen den Menschen verbessern, wir müssen ihn optimieren. Ja? Sei es durch Training, sei es durch Konzentration, sei es durch Achtsamkeitsübungen, sei es durch Technik, sei es durch Implantate, sei es durch Erweiterung unserer Organe. Wir müssen uns auf alle Fälle optimieren. Ja? Enhancement, Optimierung, da widerspricht fast niemand. Ja? Und damit sind wir Nietzscheaner geworden. Nietzsche zeigt übrigens auch, wie dieses Übermenschkonzept scheitern muss. Und deshalb werden wir auch scheitern. Aber auch Scheitern gehört zum Glück. Ein sehr anregendes Buch, wenn Sie sich hier vertiefen wollen. Ein sehr anregendes Gespräch, Herr Professor Liessmann, für das ich Ihnen ganz, ganz herzlich danke. Ich danke Ihnen für die Einladung und für die Gelegenheit. Ich bedanke mich bei meinen geschätzten Kollegen, bei Jürgen Gorbach und Marc Wolf für die technische Realisierung dieses Gesprächs und bei Ihnen zu Hause für das Interesse. Alles Gute, leben Sie wohl.